Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir kommen zu einem weiteren Beispiel zum Energieerhaltungssatz. Es geht also um Energie und Arbeit. In diesem Beispiel hier haben wir eine Stahlkugel und diese Stahlkugel, die ist da in der Position 1 und wir lassen sie dann aus und sie rollt hinunter zur Position 2. Die Position 1 ist 150 mm über der Position 2. Die Stahlkugel hat einen Durchmesser von 14 mm. Und es stellt sich die Frage, welche Geschwindigkeit werden wir am Ende der Bahn dann erhalten. Wir haben gegeben außerdem noch das Massenträgheitsmoment für eine Kugel, das weiß man nicht so auswendig normalerweise, also müsste man ohnehin nachschauen. Auch das Volumen der Kugel, via der dritten Bidrittel, kann man wissen, aber vielleicht weiß der eine oder andere doch nicht. Das ist jetzt gegeben. Mehr haben wir eigentlich nicht. Ja, die Dichte vom Stahl 7850 Kilogramm pro Kubikmeter kann man als Maschinenbauer vielleicht auch wissen. So. Kommen wir jetzt zum Energieerhaltungssatz, den wir hier ansetzen wollen. Wir beginnen damit, dass wir den Energieerhaltungssatz mal ganz allgemein hinschreiben. Energie am Ende des Vorganges ist die Energie am Anfang des Vorganges plus der zugeführten Arbeit und minus der abgeführten Arbeit. Die Energie am Ende des Vorganges. Das ist jetzt die Frage, was für eine Energie haben wir da unten? Wir haben sicher keine Energie der Lage, aber wir haben eine Geschwindigkeitsenergie und diese Rotation stellt auch eine Energie dar. Das heißt, die Kugel dreht sich ja sehr schnell. Das heißt, wir wissen, diese Rotationsenergie, J Omega Quadrat halbe, plus und auch die Geschwindigkeitsenergie wissen wir, das ist mv², wenn wir v für die Geschwindigkeit hernehmen, halbe. Die Energie am Anfang, da hatten wir keine Drehung, die Kugel lassen wir einfach aus. Das heißt, die Energie am Anfang ist die Masse der Kugel mal g mal h, also mal der Höhe gegenüber dem unteren Niveau, das das Bezugsniveau darstellt. Wir haben eigentlich nichts zugefügt, also plus 0, und wir haben eigentlich auch nichts abgeführt, also auch minus 0. Das heißt, der Energieerhaltungssatz ist nun schon brauchbar mal angeschrieben. So, wir setzen jetzt für unser J diese Formel 2 Fünftel mal m mal r Quadrat ein und wir sehen, dann haben wir in jedem Term hier ein m drinnen, das wir kürzen können. Das heißt, ich setze gleich einmal ein für das j, also 2 dividiert durch 5 mal m mal r Quadrat, das ist das j, dann haben wir noch ein Omega Quadrat. Und unten hatten wir noch ein halbe. Plus, und auf der zweiten Seite, also im zweiten Term, haben wir m und das v, die Umfangsgeschwindigkeit, stellt ja die Geschwindigkeit des Körpers dar. Und dieses v, das wäre ja nichts anderes als die Winkelgeschwindigkeit mal dem Radius, und weil es v zum Quadrat ist, muss ich beide auch quadrieren. Das halbe haben wir noch. Ist gleich m mal g mal h. Und wir können jetzt die m's einmal herauskürzen. Sie kommen in jedem Term vor. Also wir brauchen uns hier jetzt nicht einmal die Masse ausrechnen. Wir können jetzt das Omega Quadrat noch herausheben. Omega Quadrat. Das heben wir heraus und dann haben wir in der Klammer drinnen einmal die
2 mal r Quadrat durch 10. Und hier haben wir drinnen die 5 mal r Quadrat, wenn wir auch auf Zehntel gehen. Ist gleich g mal h. Das haben wir noch von vorher. Das heißt, wir haben also da 7 Zehntel r Quadrat hier drinnen und wir können das jetzt umformen auf das Omega. Omega ist dann gleich, das kommt hinunter und wir brauchen, weil hier Quadrat eine Wurzel. Das heißt, wir haben im Zähler g mal h und im Nenner unten haben wir dann das 7 mal r Quadrat und das Zehntel können wir hinaufgeben. So, jetzt brauchen wir nur noch einzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt die Wurzel aus 10 mal 9,81 Meter pro Sekunden Quadrat mal der Höhe, das ist 0,15 Meter bei 150 mm. Und unten haben wir dann 7 mal und das R, denn wir haben eine Kugel mit 14 mm Durchmesser, das heißt, wir haben hier 7 mal 0,007, das ist der Radius zum Quadrat, Meter Quadrat. Wenn wir hier jetzt die Einheiten noch kurz ansehen, da hätten wir Meter zum Quadrat gegen Meter zum Quadrat, dann bleibt 1 durch Sekundenquadrat übrig und wir haben die Wurzel draus, dann haben wir also als Ergebniseinheit 1 durch Sekunden oder Sekunden hoch minus 1. Wenn Sie das ausrechnen, erhalten Sie 207,125, also 1 Sekunden hoch minus 1. Die Frage war aber nach der Geschwindigkeit am Ende der Bahn. Das heißt, also für die Geschwindigkeit haben wir das Omega mal R, das wäre dann unsere Umfangsgeschwindigkeit. Das heißt, wir hätten hier ein V ist gleich Omega mal R. Wir setzen ein, unser Omega 207,1 Sekunden hoch minus 1 mal 0,007, wieder der Radius in Meter. Dann haben wir Meter pro Sekunden als Einheit und der Betrag ist 1,45, der da rauskommen sollte, Meter pro Sekunden. Und damit war es schon wieder. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.